Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Und zwar heute geht es mal um die Kondensatoren, beziehungsweise auch ein bisschen um Power und wie man Kondensatoren richtig benutzt. Also, jetzt mal vorneweg, wie benutzt man Kondensatoren am besten? Ja, am besten gar nicht. Also zumindest für aktive Systeme. Ich habe jetzt hier auf jeden Fall einen kleinen Test mal für euch. Und zwar, wie mal diese Waffen funktionieren mit Kondensator und wie sie mit einem Reaktor direkt funktionieren. Jetzt mal gleich vorneweg nochmal was anderes. Ein Kondensator hat den Vorteil, er explodiert nicht so stark wie ein Reaktor. Ich will das Ganze nochmal kurz simulieren mit Rüstungsteilen. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ist ja möglich, dass sowas mal stattfindet von der Panzerung her. So, ist jetzt wurscht, wie es aufgebaut ist. Aber der Kondensator, der ist nicht so groß vom Explosionsradius, falls sie überhaupt einen hat. So, wir starten jetzt einfach mal in den Test. Machen alle Laser an. So, also wie ihr schon unschwer erkennen könnt, um hier die drei Laser zu bepowern, bräuchtet ihr hier 8 Crewmitglieder. In dem vorherigen Video habe ich den errechneten Wert 6 Stück. Das wäre aber nur, wenn es direkt, wenn keine Laufwege dazwischen wären, optimal. Aber dadurch, dass wir hier Laufwege haben, seht ihr, es verliert ein bisschen Zeit. Es sind meistens nur 3 Batterien unterwegs, manchmal 4. Und das ist dann einfach die Laufwege. Also es würde auch mit 6 gehen, wenn man jetzt den Reaktor direkt dran setzen würde, was nicht zu empfehlen ist. Hier drüben, jetzt habe ich es gerade verdreht, die Kamera, schaut es natürlich ein bisschen anders aus. Hier haben wir schon 10, 11, 12 Crewmitglieder, die hier Power versorgen an die Laser. Und da unten, die den Kondensator mit Energie versorgen, die jetzt speziell dafür gemacht ist, haben wir 9 Stück. Also hier Crewaufwand 8 plus 6 für die Laser. Ja. Hier drüben 12 plus 9 plus 6. Also deutlich mehr Crew. Einziger Vorteil hier bei dem Kondensator, nicht so explosionsreaktiv. Reaktor direkt, ja, ist sehr explosiv. Aber ich sag mal so, sobald man die Waffensysteme verloren hat, wenn man es jetzt zu nah aneinander platziert, die ganzen Reaktoren, dann gibt es eine Kettenreaktion, aber sobald die Waffen, die Waffensysteme verliert, dann hat es aus meiner Sicht sowieso schon nichts mehr so viel Sinn, weiterzuspielen. Ist das Schiff falsch designt worden? So, also wir gehen jetzt auch mal her und tun hier mal die Schilde mit dazu nehmen. Stopp. So. Oh, die waren gar nicht auf den Reaktor zugewiesen. So, jetzt aber. Wie kriege ich denn das jetzt? Das habe ich jetzt leider nicht vorbereitet. Aber das geht ja recht schnell. So. Also, wobei, wir machen hier nochmal die Schilde aus. Also, wenn wir jetzt hier ein Angreiferschiff haben, das ist jetzt ein bisschen überdimensioniert, und wir schießen mal auf unser eigenes Schiff, auf den... wo fliegst denn du hin, sag mal? Überall, ich soll nicht so weit weg.
So, Riesenexplosion. Ne? Hatten wir gesehen. So, wenn wir jetzt den Kondensator anzielen hier komplett. Ne? So, dann schaut es schon wegen anders so aus. So, keine Explosion. Das ist der Vorteil von einem Kondensator. Nachteil, man sollte ihn nicht in einem aktiven System benutzen. So, aufhören zu schießen, bitte. So. Gut. So, das setzt sich jetzt wieder auf das Ganze. Wofür man ihn vielleicht noch benutzen könnte, wäre eventuell... Der haut mir hier jedes Mal ab. So. Wäre zum Beispiel für Schilde. Wäre jetzt aber auch nicht so empfehlenswert. Weil man sieht ja, hier sind ja auch schon wieder so viele Crewmitglieder dafür verwendet worden. Das ist mit dem Reaktor ein bisschen einfacher. So, wir wechseln einmal das Ziel. Den hier. Da müssen wir einmal kurz hier außen rumfliegen. So. Ah, das kleine Schild, das kämpft schon ein bisschen. Die Laser funktionieren noch recht gut auf jeden Fall. So, okay. Dafür sind ja auch ganz gut. Wir brechen mal den Angriff ab. Machen das Ganze mal auf der anderen Seite, um das auch mal zu vergleichen. So, wie schaut es hier aus mit direkter Bepowerung? Ja. Können wir jetzt mal hochspulen. Da schaut es natürlich schon ein bisschen besser aus. Wir haben immer noch weniger Crew, die gebraucht wird. Und die Crew ist ja ein großer Nachteil, was es dann später betrifft. Wir gehen auf den Kleinen. Kleine könnte sogar ein bisschen Probleme machen. Weil dann natürlich die Crew nicht sofort komplett alle drei beansprucht werden. Weil der ja nur die Batteriegröße durch die verlorene Energie teilt. Also hier, jetzt mit einer, jetzt zwei, einer, zwei. So ungefähr wird es ja berechnet. Erst wenn hier mal noch die dritte fehlt oder komplett aus ist, erst dann kommt die dritte Person mit dazu. Also es könnte unter Umständen schlecht werden, was die Bepowerung von Schilden betrifft, wenn man jetzt direkt auf den Reaktor geht. Aber da bei kleinen Schilden natürlich der mittlere Reaktor am besten. So, das Video wird eigentlich schon wieder viel zu lang. Ich mache jetzt mal die hier, weil ich jetzt kein Kanonenschiff habe. Auch auf Angriff. Also man benutzt natürlich keine Punktverteidigungsanlagen für Angriff, aber ich tue jetzt einfach mal so, als ob das jetzt ein Geschoss wäre. Also, ein mögliches Anwendungsbeispiel ist für Point Defense, also für Punkt Defense, also Punktverteidigungssysteme. So. Die sind in der Regel meistens nicht im Dauerbenutzungsbetrieb, sondern nur ganz wenig. Dafür muss ich mal das Schiff mal einem anderen Spieler zuweisen. So. So. Die braucht ihr gar nicht anmachen. So. Was ich natürlich hier nicht gemacht habe, ist eine Crew Hatch installiert. So.
ist der jetzt wieder gepowert. Ah, das will ich natürlich eigentlich nicht, dass die hier einmal außen rumlaufen. Wie ist denn das hier eigentlich gelegt nochmal von den Crewmitgliedern? Ja, eigentlich müsste das passen. Ja gut, die holen sich wahrscheinlich die Energie, weil es zu wenig nachkommt. Also gut. Ich versuche das Ganze jetzt nochmal. So, Punktverteidigungssystem. So, realistischer Verbrauch. Zack. Schnelle Reaktionszeit. Explosionsgefahr nicht so hoch. Na, dafür könnt ihr sowas benutzen für so stationäre Verteidigungsanlagen. Wenn jetzt wieder was Aktives draus macht, ne? Also Kondensatoren wirklich nur, wie gesagt, im defensiven, passiven Bereich. Im aktiven würde ich es nicht empfehlen. Und dafür sind die einfach nicht ausgelegt. Die kann man nur für kleine Anlagen nehmen, wo mal ganz kurz Energieverbrauch ist. Und wenn man sagt, ja, wenn mal ein Loch reingesprengt wird, dann ist es nicht so schlimm. Wenn ich jetzt hier mal wieder alle zurückschalte. So. Ich fliege jetzt erstmal in die Richtung. Hör mal auf, dran zu greifen. Kleines Loch. Aus. So. Kleines Loch, nicht so schlimm. So, jetzt wird er einmal kurz umgebaut. So, großes Loch, sehr schlimm. Mit vielleicht fliegenden Teilen sogar. Ja, also ich denke mir, ihr seht, was ich meine. Bei so kleinen Anwendungen, die so passiv mitlaufen, Kondensator, bei aktiven am besten, ja, würde ich sagen, macht den Reaktor hin, platziert den wegen geschildet ein bisschen. Was feuert der jetzt? Ach, da drauf feuerst du die ganze Zeit, auf meinen großen Zerstörer. Was ist denn anders da gewollt? Komplett gelöscht einfach. Ja, also, das war's mit dem Video. Wie man Kondensatoren benutzt, wie gesagt, am besten gar nicht, zumindest nicht für aktive Systeme. Empfehlenswert nur für passive Systeme, die nicht viel benötigen. Wie ihr seht, ich habe hier in meinem großen Laserzerstörer auch keinen einzigen Kondensator drin, weil die einfach Schrott sind. Also die sind nicht wirklich gut. Und warum sind die jetzt hier...
Ha, die haben mal kurz einen Refresh gebraucht. Anscheinend ist da was verbuggt gewesen. Ja, wie gesagt, das war's mit dem Video. Und ich hoffe, es konnte euch weiterhelfen, weil dafür mache ich die Videos. Ansonsten würde ich sie nicht machen. Weil ich habe schon echt ein paar Stunden im Spiel verbracht und würde auch sagen, ich kenne ein paar Systeme, die man ausbauen könnte und wo zu empfehlen sind, welche man anwenden sollte und welche man nicht anwenden sollte. Deswegen danke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.